Genau einen Monat und einen Tag später ist Ruhe zurückgekehrt in die Webergasse. Nicht zuletzt darum, weil heute die Nachricht von dieser Verhaftung gekommen ist. Genaue Informationen über diese Verhaftung gibt die Staatsanwaltschaft aber nicht bekannt. Zum Motiv, also warum die mutmaßliche Tat begangen worden ist, wie auch zur Beziehung zwischen mutmaßlichen Täter und dem Opfer, machen wir aufgrund der laufenden Untersuchung zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben. Der Verhaftete ist 59 und nicht vorbestraft. Mehr über ihn, der entscheidende Hinweis oder über die Verhaftung verratet die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Zwischenzeitlich geht der Alltag an der Webergasse weiter. Die Geschäfte, die rund um den Tatort sind, haben fast alle nichts mitbekommen von der Schiesserei. Einzig der Bäcker und der Metzger, gerade ein paar Meter nebendran, sind das eben morgen schon im Geschäft gewesen. Sagen möchte dazu niemand etwas. Klar ist aber, dass man erleichtert ist, den mutmaßlichen Täter hinter Gitter zu wissen. Und dort wird er auch noch ein Zeitchen bleiben. Die beschuldigte Person ist momentan in Untersuchungshaft. Das zuständige Zwangsmassnahmengericht hat den Antrag von der Staatsanwaltschaft im Kanton St. Gallen bewilligt. Die Person ist bereits befragt worden, wird jetzt auch weiter befragt zu dieser mutmaßlichen Tat. Man wird dieser Person Beweis vorheben, den man hat. Man wird allenfalls weitere Beweiserhebungen veranlassen und oder auch weitere Ermittlungshandlungen durch die Kantonspolizei St. Gallen veranlassen. Bis ein 59-Jähriger der Prozess gemacht wird, geht es noch mehrere Monate. Und wenn dann seine Schuld bewiesen wird, droht ihm unter Umständen eine lebenslängliche Gefängnisstrafe.